Der Spiralturm. Oh, wieder ein Zahlenrätsel. Hier ist ein zylindrischer Turm mit einer gleichmäßig spiralförmigen Rampe an der Außenseite. Mhm. Der Startpunkt ist am Boden auf der linken Seite des Turms. Und das Ziel ist die Spitze des Turmes direkt vor der Mitte. Hä? Die Spitze des Turmes direkt vor der Mitte, ist klar. Mhm. Wie viele Meter ist die Rampe vom Start bis zum Ende lang? Wird wahrscheinlich nicht so sein, oder? Oh, doch. Oder? Was? Das war ja einfach. Ein Punkt für mich! Ja. Ich hab schon gedacht, ich probier's einfach mal. Wird zwar falsch sein, aber... Nö, gar nicht. Ist ja einfach das einfachste überhaupt gewesen. Ja. Eben. Oh Mann, ey. Ja, klar ist es so, weil wenn man so sieht, also es ist ja... Ja, du musst einfach nur 10, 20, 30, 40, 45. Ja. Ich krieg einen Drehwurm. Der Turm hat zwei getrennte Rampen. Eine nach oben und eine nach unten. Genau wie in einem mehrstöckigen Parkhaus. Ach, wir hatten uns ja jetzt geeinigt. Also bei dem Rätsel vorher mit der Null würde ich sagen... Ja, Gleichstand. Gleichstand, ja. Weil wir hatten ja am Anfang trotzdem beide die Lösung Null, die ja eigentlich richtig ist. Ja. Okay, willst du jetzt noch das Dings machen, oder? Oder war denn Null auch wirklich richtig? Also, ich würde es gerne mal nachgucken, weil ich habe den Link auch noch. Ja, aber guck mal nach. Laut den Hinweisdingens ist es ja wohl null. Hervorragend, bla bla bla. Warte mal, wie viele Rätsel war denn das überhaupt da? Ja, nach den Hinweisen war es alles null, ja, auf jeden Fall. Also nach den Hinweisen war es auf jeden Fall alles null und außerdem auch nach dem Rätseltext am Ende. Aber ich würde gerne wissen, ob es halt auch als null einprogrammiert hätte sein müssen. Ja. So, gucken wir mal, das müsste ja irgendwo bei den... Ach, hier haben wir sogar Spezialrätsel übrigens. Also, eigentlich hier, gucke mal, Tiger im Tank ist vor dem, obwohl, das muss nichts heißen. Also, es kann ja in den Dateien ganz anders aussehen. Okay, es ist die 53. Jetzt gehe ich mal hier bei Zero gucken, hier, auf diesen Link. Jupp. Und da ist es wie 53. Der Rätsellösung 0. Ja. Mensch. Aber das ist trotzdem blöd. Warum ist das? Warum ist das so verschoben denn? Es kann ja passieren, dass jetzt andere Rätsel dadurch auch falsch sind. Ja, wir haben ja noch eine Woche. Ja. Was ist denn hier eigentlich die Queste des Ritters S1? Ach, das war das mit dem Springer. Ja, aber das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das ist ein anderes von der gleichen Sorte. Hä? Sicher? Scheint so. Hier, die Queste des Ritters ist eigentlich 30. Aber dann haben wir hier noch ein Spezialrätsel, das ist S05. Ja. Krass. Das ist einfach so dazugekommen wahrscheinlich. Was machst du jetzt noch? Na, was wollen wir denn machen? Wir können ja wenigstens mal hier die Dings noch durchgucken. Okay. Von den letzten drei Fällen sogar. Pips Projekt. Hi. Dann kannst du aber wieder das Dings da... Ja. Wo ist der Chat? Ist ja gut. Nix unterschlagen. Was wir von diesem Spiel denken, haben wir doch schon gesagt. Es ist ein Spiel. Ja. Es ist. Also ich würde jetzt noch keine richtige Bewertung geben, außer dass ich die Charakterzüge von den Hauptcharakteren doof finde. Ja, würde ich auch sagen. Also ich finde, es sind hier wieder tolle Charaktere dabei. An sich? Dabei? Ja, die Bürgermeisterin finde ich zum Beispiel toll. Ja, ich finde auch ihre Conny da gut. Ja, ich finde an sich einzelne Charaktere sehr mit Liebe gemacht und sowas. Aber ich finde... Die Hauptcharaktere, die Protagonisten Ernest sind einfach... Toll. Ich finde die so extrem in manchen Sachen. Und, ja, und die sollen halt witzig sein, sind aber eigentlich nur so ein Kopfschütteln. So Also das sind keine, mit denen man sich auch identifizieren wollen würde. Gar nicht.
also mit dem man sich auch einfach nicht identifizieren kann, so. Ich hoffe natürlich, das kommt dann später ein bisschen, geht in eine andere Richtung. Charakterentwicklung und so, aber... Ja, aber sonst bisher... Also ich finde die Charakterentwicklung doof und die Rätsel sind, naja... Mhm. Also ich finde es doof, dass so viele Rätsel so darauf sind, so... die Lösung ist null. Ja, das ist so... Das, wenn man auf sowas vorbereitet ist, dann lässt man sich dadurch schon lange nicht mehr schocken. Also wenn es so in ein oder zwei Rätseln kommt, das ist ja noch okay, aber... Mhm. So. Ja. Was wäre denn die beste Option? Macht ihm etwas Sorgen, Bürgermeister und Lavanida? Mir fällt einfach nichts wirklich Gutes ein. Es ist zu schwierig. Schwierig. Oh. Ey. Mein Text. Komm mal ein bisschen näher ran. Aber oh nein. Ich will nicht noch näher an dich ran. Du sollst näher ans Mikrofon. Der Rest ist egal. Oh je. Ja, sie haben da auch eine schwierige Aufgabe, finde ich. Geht es um die Steuerreform oder das Gesundheitswesen? Die Steuerreform. Das wäre cool. Eine Steuerreform in England wäre toll. Damit die endlich mal lernen, auf der rechten Straßenseite zu steuern. Nein, nein. Das ist es nicht. Ich denke gerade über etwas ganz anderes nach. Also... Oh je. Nun sagen Sie mir aber nicht, dass es um etwas noch Wichtigeres geht. Doch, ich fürchte schon. Das Uferfest im nächsten Jahr. Das, Fest im nächsten Jahr? Wie die jetzt schon guckt. Genau das! Ich brauche eine wirklich herausragende Idee, damit dieses Fest das Beste aller Zeiten wird. Das Beste! Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich, darum jetzt schon Gedanken machen. Ich schätze aber, das lohnt sich. Vielleicht. Es ist doch nur noch ein Jahr Zeit, Conny. Und ich will das nächstjährige Fest sogar noch erfolgreicher machen als das diesjährige. Aha, wie wäre es damit? Wir könnten... Oh nein. Wir könnten Gerüchte über ein Phantom verbreiten, das auf der Themse gesichtet wurde. Eine ruhelose Seele wird die Leute unweigerlich zum Fluss locken und dort wartet dann der Tod auf sie. Echt jetzt? So in echt? In ganz echt? Oder irgendein mysteriöses Monster vielleicht. Ein Alligator! Ja, ein gewaltiger Alligator, der irgendwie aus seinem Gehege in den Fluss entkommen ist. Oder der Drache, der den heiligen Georg erschlagen und durch Magie wiederbelebt hat. Wie wäre das? Ich könnte sogar jemanden die Besucher erschrecken lassen. Oh Gott. Ich glaube, das fände ich zu gruselig. Ich bezweifle, dass man mich... dann noch so dort sehen würde, Frau Lavanida. Genau gesagt wäre ich dann auf gar keinen Fall dort. Wahrscheinlich... Oh, dann bringt das wohl nichts. Ich werde mir etwas anderes überlegen müssen. Sollte es nicht im nächsten Jahr eine Art Musical über die Legende der Themse geben? Das wird wahrscheinlich mehr als genug Unterhaltung sein. Ich meine, das würde ich zumindest denken. Nun, alle Voraussicht nach jedenfalls... Ja, aber das ist wohl nichts, was die Guild Hall ausrichten wird. Ich kann mich doch nicht von der Allgemeinheit übertrumpfen lassen. Ich muss mir etwas Spektakuläres ausdenken. Ich glaube, ich werde etwas Zeit auf dem Balkon verbringen. Vielleicht kommt mir da ja eine gute Idee. Der Erfolg des diesjährigen Festes hat Frau Lavanida wirklich verändert. Also ziemlich sicher. Sie ist viel weniger zurückhaltend, also so richtig viel weniger. Ich mag die neue Bürgermeisterin. Ja, wirklich. So richtig, im Ernst. Boah, sie hat mal eine ganz... Aber guck mal, solche Charaktere finde ich ja toll. Ja. Oh Gott, der plappernde Beo. Alles klar dann, Schnabeltier. Zeit für dein tägliches Sprachtrainier-Ring. Schnarch!
Was? Hast du gerade was gesagt? Mehr sprechen! Mehr sprechen! Du bist was? Wissenshungrig, was, Schnabeltier? Du bist doch so schlau, oder? Na schön, dann lass uns mit was Einfachem anfangen. Oh. Seymour ist toll! Bereit? Einfach mir nachsprechen. Seymour ist toll! Seymour, du Troll! Seymour ist ein Proll! Seymour ist ein Proll? Oh, natürlich! Du hast nicht gesagt, Seymour ist ein Proll, oder? Du hast bestimmt gesagt, Seymour ist voll? Seymour Rowling. Ja. Seymour ist voll. Du bist echt ein Genie. Woher wusstest du denn, dass ich mir... Das ist doch jetzt nicht wahr. Sowas kann man doch da nicht einbauen. Oh, doch. Woher wusstest du denn, dass ich mir schon ein Bierchen genehmigt habe? Kaum zu glauben, was du alles sagen kannst. Wirklich ein Proll. Du hast recht, ich bin wirklich ein bisschen beschwipst. Ich hätte doch nicht die ganze Dose trinken sollen. Alter, bei der Arbeit. Das ist nicht für Kinder. Also gut, versuchen wir es was anderes. Wie wäre es mit Seymour ist der Beste? Kannst du das sagen? Mach schon, probier's mal aus. Seymour ist das Letzte! Seymour ist das Letzte? Oh, ich verstehe. Da habe ich dich missverstanden. Ich dachte kurz, du hättest gemeint, Seymour ist das Letzte. Dabei hast du wohl Seymour deine Weste gesagt. Der Clarence-Augenblick, ja. Keine Sorge, mir ist nicht kalt. Meine Lieblinge produzieren schon genug Wärme, damit ich nicht frieren muss. Danke. Wirklich ein Proll. Du bist echt großartig, Schnabeltier. Du kannst ja alles sagen. Es ist fast so, als würdest du alles verstehen. Ich bin so froh, einen Freund wie dich zu haben. Du musst immer bei mir bleiben. Wohl kaum. Rettet mich. Ich habe dich nicht ganz verstanden. Was hast du gesagt? Bierschaum? Fakra! Was ist Fakra? Fakra, fick dich. Meinst nur deinen typischen Beo-Ruf. Puh, ich dachte schon, du hättest gerade was anderes fuck gesagt. Fuck you. Fakra. So. Das soll an Übungen aber reichen für heute. Du bist doch bestimmt hungrig, oder? Zeit für einen Imbiss, meinst du nicht? Imbiss! Wenn ein Imbiss! Haha, ich weiß, alles klar. Du wartest hier und ich gehe kurz los und kaufe dir was. Aber sei nicht wieder fies zu Albertina, während ich weg bin, ja? Geh weg! Wow, du hast wirklich Lust auf deinen Imbiss, was? Schon gut, ich gehe. Ich sag dir was, ich hole dir was besonders Leckeres. Vielleicht ein paar von diesen Keksen, die du magst. Keks! Seymour geht auf den Keks! Wollen wir noch die letzte machen und dann aufhören? Ja. Ich muss dann auch in einer halben Stunde. Ja, keine Sorge. Ich habe es. Nein. Sämtliche Katzen entfernt! Nein! Und auch alle Leichen! Okay. Ich habe sämtliche Katzendeko Rationen entfernt, gnädige Frau. Jetzt wird alles gemütlich und schön leguanig für Rex sein. Ja, sehr gut. Jetzt kann mein kleiner Rexy sich an seinem Zuhause entspannen, anstatt immer Angsty-Wangsty haben zu müssen. Wer ist ein glücklicher Junge, Rexy? Hm? Ich nicht! Schau ihn sich einer an. Er ist außer sich vor Freude. Das war wirklich eine brillante Idee von Ihnen, gnädige Frau. Also ich meine, eine eigene Firma für Leguanartikel zu gründen. Die meisten Leute hätten einfach aufgegeben, sobald ihnen klar geworden ist, wie schwierig Leguan-Spielzeuge zu finden sind. Aber sie sind da anders.
Oder sogar zu bauen oder zu entwerfen oder erwerben, was? Erwerben? Entwerfen, würde ich eher sagen, weil sie hat ja die Firma gegründet, die das wahrscheinlich herstellt. Nun, es wäre doch äußerst kindisch, gleich die Rasse aus der Wiege zu schmeißen, nur weil man nicht seinen eigenen Willen kriegt. Selbst die Iguanen wissen die offensichtliche Lösung. Welchen Sinn hat es schon, etwas herzustellen, was man nicht verkaufen will? Ich halte den Namen, den sie für ihren Laden ausgesucht haben, für einen Geniestreich, gnädige Frau. Rexy, Rexys Wunderland. Brillant für Drogen. Ich bin sicher, dass sie in ganz London ein riesiger Erfolg haben werden. Nein, in ganz England. Nein, in der ganzen Welt. Entschuldigung. Das ist so rausgeplatzt. Rück doch nicht weg. Ja, komm her. Ja, sie werden sehr beliebt werden. Machen Sie weiter. Gerne noch mehr Komplimente, Liebes. Oh, natürlich, gnädige Frau. Ja, sehr gut. Hervorragende Arbeit. Spitzenmäßig. Ja, dachte ich mir auch. Nun, für die große Eröffnung meiner neuen Unternehmung habe ich einen meiner Künstlerfreunde ein Porträt von mir malen lassen. Mit meinem geliebten Rexy. Rexy natürlich. Was halten Sie davon? Siehst du das Lego-Anbild da im Hintergrund? Ja. Das ist auch cool. Oh, es ist sehr schön, gnädige Frau. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zu Schnee und Trunks, die er sehr klug eingefangen hat. Genau, das dachte ich auch. Schau mal, Rexy, was hältst du von unserem neuen Porträt? Wow. Oh ja, er liebt es, oder? Wow. Was für ein kluger Leguan er doch ist, gnädige Frau. Er ist erstaunlich. Oh ja, natürlich ist er das. Ich bin so stolz auf meinen lieben kleinen Engel. Vielleicht. Ja, gerade habe ich eine ganz glorreiche Idee. Eine Bronzestatue. Von mir und meinem Liebling Rexy in all seiner Pracht. Oh, das wäre wundervoll. Ich werde sie in 10-facher Lebensgröße anfertigen lassen, damit man alle Details erkennen kann. Alle! Jeder einzelne Fettwanz. Für jede Falte. Oh Gott, 10-fache Lebensgröße, so viel Bronze gibt's gar nicht auf der Welt. Das war fies. Eine wundervolle Idee, gnädige Frau, wundervoll. Vermutlich werden alle kommen und sich diese großartige Statue anschauen wollen. Diese große Statue. Ich bin recht zuversichtlich, dass sie das würden, ja. Also wäre es klug, in der Nähe ein Restaurant zu öffnen und die von den Touristen zu profitieren. Diese Gelegenheit kann man sich nicht entgehen lassen. Darf man sogar. Oh ja, gnädige Frau, noch ein Geniestreich. Dann kann ich mir die ganzen Leute nehmen und in den Keller bringen. Und dann machen wir noch mehr Lego an Spielzeug aus ihnen. Nun, dann wollen wir nicht trödeln. Kontaktieren Sie umgehend den Bildhauer und die Handwerker und die Architekten auch. Wie sagt der Volksmund, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Natürlich, gnädige Frau. Ich treffe gleich die nötigen Vorbereitungen. Ich mach schon mal das Eisen warm. Mir wurde oft genug gesagt, dass ich überlebensgroß bin. Und jetzt werde ich das wirklich ausgezeichnet. Okay. Speichern. Ja. Safe. So, und damit sind wir auch... Ja, genau, kontaktieren Sie dafür Bill Hauer. Ja. Okay, also dann würde ich sagen, ich klappe mal zu und wir sind
raus für heute. Tschüssi. Tschüss. Oh, das musste noch mal zum Ende sein.